Kiaras geht zu Rondrigan Padigan. Der unterhält sich gerade mit Rohaya von Gareth. Allerdings, wenn du kommst, du siehst, wie er dich wohl kurz wegschicken will, aber dir spielt das wohl gerade in die Hände, dass jemand von der Seite herantritt. Kein unbedingt Ritter, aber ein Almadaner Dom Eslam, der herantritt. Und Rohaya verabschiedet dann Rondrigan höflich, wie es sich geziemt, wie es sich gebietet, um sich dann mit Dom Eslam zu unterhalten, was Rondrigan überhaupt nicht gefällt. Und dann kommt er auf dich zu, spielt mit seinen Mundwinkeln, er ist noch ein bisschen jünger, aber versucht sich da zu beherrschen als herausragender Diplomat. Euer Erlauch, Paliger. Ja, Ihro Gnaden Karinor, wie kann ich euch helfen? Gefällt euch das Fest? Habt ihr das neue Bild bewundert? Ja, durchaus. Es ist einzigartig. Es ist anders als in unserer Heimat. Vielleicht auch ein wenig erfrischend, dass hier nicht in jeder Ecke schon Ohnmächtige liegen. Ja, ich habe den Kontakt zu Al-Anfa irgendwann abgebrochen, aber mir wurde gesagt, dass vor allem von meiner Frau Mutter, dass es in Al-Anfa wohl nicht nur Ohnmächtige gibt, sondern auch Sklaven oder irgendwelche Tiger, die in der Ecke sitzen und dann auf Leute losfallen, die sich zu nah an sie herantrauen. Es ist ein Erlebnis. Ein Erlebnis, ich würde sagen, barbarisch. Teilweise. Also, bevor wir jetzt die Sitten von den Al-Anfanern hochleben lassen und jetzt auf ein Gespräch zwischen den Familienzwistigkeiten der Paligans gegen die Karinos wenden, wenden wir uns doch etwas Erfreulicherem zu. Selbstverständlich. Aber zunächst lasst mich noch einmal entschuldigen. Ich werde mit der Waffe in der Hand vielleicht ein wenig ehrgeizig. Ich trage es euch nicht nach. Auf dem Turnierplatz ist kein. Nun ja, es ist natürlich ritterlich, wenn man dem anderen Gnade gewährt oder so etwas, aber nun, ihr habt gut gefochten, ihr habt mir die Luft aus den Lungen getrieben und es war ein gut gezielter Stich. Alles vollkommen mit den Regeln akzeptabel. Hab Dank. Ich bin, wie gesagt, kein guter Kämpfer, ich bin mehr derjenige, der sich hier auf Hofe zu bewegen weiß. Ja, tatsächlich ist dies noch ein wenig neu für mich. Wie gesagt, das ist alles sehr anders, als ich es gewohnt bin. Vieles zum Positiven. Und doch, weshalb ich eigentlich auf euch zugetreten bin. Euch ist sicher schon zu Ohren gekommen, dass ich und meine Kameraden eine Gala planen. Ja, er wird ein bisschen leiser. In meiner Funktion als Markgraf von Perikum habe ich das natürlich noch nicht gehört. In meiner Funktion eines Reichsgroßgeheimrates allerdings ist mir das bewusst, dass ihr Einladung im Selander bestellt habt, dass ihr einladet in Richtung der Bardo und Schellerthermen und dass das Ganze in ein paar Tagen stattfinden wird. Sehr ehrgeizig. Sehr schön, dann kann ich mich kurz halten. Selbstverständlich würde ich euch gerne persönlich einladen. Ich nehme die Einladung natürlich an. Das freut mich durchaus zu hören. Ihr bekommt eure offizielle Einladung als Markgraf selbstverständlich zu einem späteren Zeitpunkt. Herzlichen Dank. Und die Geschichte mit dem Kontor trage ich euch auch nicht weiter an. Dankeschön. Ihr wisst, der Vorfall in der Südsee. Auch der ist mir natürlich Selbstverständlich. bekannt. Ich weiß, wie ich mit den Agenten, wie ich sie durchleuchte und was sie so in ihrer Vergangenheit getan haben, bevor man sie anwirbt oder auch nicht anwirbt. Ja, ich war jung. Waren wir nicht alle? Selbstverständlich. Doch nun möchte ich euch natürlich nicht weiter stören und euch zurückkehren lassen. Ja, ich glaube, Rohaya ist aktuell mit Dom Eslam beschäftigt. Ich habe natürlich etwas Zeit mit ihr verbracht, aber an den Charme von Dom Eslam komme auch ich nicht heran. Noch nicht.
Noch nicht. Gehen wir doch etwas Wein trinken und ihr dürft mir gerne etwas über Alanfa erzählen und den Grandenberg. Oh, gerne doch. Meine Informationen sind natürlich auch ein wenig veraltet, doch viel wird sich nicht geändert haben. Ömer, was möchtest du tun? Ja, Ömer wird mal gucken, dass man Laster bald den Lästerlichen nochmal findet. Mhm. Und Da einfach nochmal Hallo klar, sagen. Findest du. Glatzköpfiger, ehemaliger Südmeerpirat, Weiberheld und der hat sich jetzt gerade, nachdem er von den Trommeln zurückgetreten ist, ist er auch umringt von 3-4 Hofdamen, denen er da Arm in Arm war er wohl gerade damit irgendwie bei, zu verschwinden, vielleicht mal kurz in den Garten zu gehen. Du weißt ja, was man so als... zumindest kannst du ihn aufspüren und er schickt die Damen dann noch erstmal weg. Weiß er doch um... Ah, er weiß nicht von dir. Nee, weiß er nicht. Aber er schickt sie trotzdem erstmal weg, um dann mit dir zu reden, wenn du auf ihn zukommst. Ja, tulamedischer Freund, wie kann ich dir helfen? Ich wollte hören... Ihr seid doch der einer der Hauptakteure hier bei Saltatio Mortis, oder? Das ist korrekt. Wir gehören zu den Totentänzern. Ja, ich wollte ganz gerne mehr über Saltatio Mortis erfahren. Wo habt ihr schon alles gespielt? Ja, eigentlich in vielen Ländereien. Vor allem in natürlich Gareth und in Garetien, in der Umgebung. Lässt sich viel spielen, zumindest in diesen Zeiten. Wobei auch wir jetzt die Geldnot des Kaiserhauses merken. Es gibt nicht mehr allzu viele Feste. Wir sind teilweise etwas nach Süden gezogen, in Richtung Rakat, in Richtung Punin und all dort, wo Feste gefeiert werden. Vor allem eben auch Ferdok oder Angbar, Honing. Wir waren eigentlich schon in ganz Aventurien. Beziehungsweise Tralop war dann das nördlichste. Wir waren... Fasar und in Kunthium, das war das südlichste. Alanfa oder so hat das uns noch nicht den verschlagen, auch wenn ich dort gerne einmal in meiner Heimat spielen würde. Aber also, ne? Ja, natürlich. Ich habe vor einiger Zeit, bevor ich bei Saltatio Mortis angefangen habe, auf den Schiffen gerudert. Aber... Meine Sklave? Meine Vergangenheit ist bewegt, möchte ich sagen. Bewegt wie die See. Wir alle haben unsere Gründe, um unserer Heimat den Rücken zu kehren und um später wieder zurückzukehren, oder? Zwinkert ihr zu. Wie gesagt, die Transportkosten von solchem Gerät mögen teuer sein und da überlegt man es sich doch mehrfach, ob man dann die Reise von Kurnchum über, sagen wir, Talusa, Selem, Alanfa antreten, um dort einige wenige Silberstücke zu verdienen. Daher beschränken wir uns eben auf den normalen Weg, den man eben mit Eseln antreten kann. Ja. Gut, ich wollte einfach nur... Ich bin ein sehr großer Freund eurer Musik. Nachdem ich gehört habe, dass ihr überall auf der Welt spielen sollt, wollte ich es einfach nochmal aus eurem Mund hören. Ja, vielen Dank. Wie gesagt, wir bedienen das Publikum von fast jeder Stadt. Wenn denn die Menschen unsere Musik schätzen. Was kostet denn so ein Auftritt von euch für einen Abend? So ein Auftrag? Ich sage einfach mal 5 Dukaten mit der Anreise, mit den Übungen. Wir haben natürlich auch viel Freilauf dazwischen und müssen uns dann eben auch zwischen den Festen irgendwie versuchen zu ernähren. Lohn und Brot, einige Fälle, die wir dann ausbessern, jetzt gerade meine Trommeln oder die Schlagstücke, die dann kaputt gehen, zerbrechen. Auch das ist alles teuer, die Erhaltungskosten. Und man bezahlt dann eben nicht nur den Auftritt vor Ort, ob das dann jetzt 1 oder 2 oder 3 Tage sind, sondern eben auch die Reise dazwischen. Und gerade wenn es dann eine Festivität ist, die über längere Zeit geht, also über 4 oder 6 Tage, dann überlegt man das sich doch ganz gerne, ob man ja mehrere Tage spielt. Ja. Habt ihr auch... Eure Musik ist ja sehr einzigartig. Habt ihr auch Lieder, die eher fröhlich sind, oder habt ihr euch darauf spezialisiert, eher etwas Düsteres zu spielen?
Wir spielen Dinge aus dem Leben und das mag manchmal fröhlich sein und das mag manchmal, sagen wir, depressiv sein, aber so ist das Leben. Es gibt Hochphasen, es gibt Tiefphasen. Wir bedienen alle. Und wenn die Menschen durch unsere Musik ihre negativen Stimmungen überwinden können, dann freut uns das umso mehr. Wenn du beispielsweise einen Sohn oder eine Tochter verloren hast, dann möchte niemand mit Tröten vor dir stehen und ein fröhliches Lied gezwitschert bekommen. Das möchte keiner hören, sondern dann ist dir eher damit geholfen, dass dich die Musikstücke tragen und dir helfen, deinen Verlust zu überwinden. Was würde es kosten, bei euch ein wenig Musikinstrumente zu lernen, wenn man sich damit die nächsten Tage beschäftigen möchte, währenddessen ihr in der Stadt seid und ich auch noch in der Stadt bin? Ja, komm einfach zu uns. Wie gesagt, setz dich dazu. Wir sind meistens am Raya Park. Dort wirst du uns meistens finden und naja, einige Kupfermünzen. Ja. Vielleicht könntet ihr mir dann helfen, dass ich meine, oder jemand, der sich damit auskennt von euch, eine vernünftige Flöte zulege, die auch, naja, sagen wir mal, reisetauglich ist, da ich sehr viel unterwegs bin. Ja, also, das ist zwar kein Avis-Geweihter unter uns, aber die Flöte, ich glaube, 5 oder 6 Leute beherrschen von uns die Flöte. Das ist natürlich etwas sehr Einfaches. Gut. Komm mal zu uns in den Reiherpark, wenn wir dort sind, oder natürlich, ich vermute, du bist auch Turnierteilnehmer. Da haben wir dann natürlich weniger Zeit für dich, aber des Abends, des Morgens. Ja, wo finde ich euch, wo übernachtet ihr? Im Reiherpark. Im Reiherpark? Achso, ihr habt die Erlaubnis, im Reiherpark zu übernachten? Ja, wir stellen da unsere Zelte auf, wir sind gut befreundet mit der Reiherkirche und ja, dann, einige von uns schlafen dann auch. Naja gut, jetzt ist es gerade ziemlich kalt, aber gerade im Sommer kann man da dann auch ohne ein Zelt schlafen. Einfach unter den Sternen. Ja, denn ich möchte ganz gerne Musikstücke lernen, die den Leuten auch helfen. Es kommen immer schwere Zeiten und ich möchte ganz gerne besser darauf vorbereitet sein. Das war ich die letzten Jahre nicht und ich habe gemerkt, dass ich mich in diese Gebiete einfach hineinbegebe, wo die Leute Zuspruch brauchen. Und Trost, und dem möchte ich mich ganz gerne verschreiben. Ja, wie gesagt. Das ist vielleicht nicht das, weswegen ich auch in einer Gruppe teilnehmen könnte, weil ich ganz eigene Ziele habe, aber ja, ich denke, ihr versteht das. Ja, natürlich. Also, wie gesagt, wenn nicht nur wir helfen können, sondern wenn eben auch du helfen kannst, du wärst erstaunt, wie Musik helfen kann bei der Seelenkunde. Oh, ich muss das einmal feststellen, als wir in den Bergen waren. Wir waren fast am Ende mit unserer Kräfte, wir waren überaus aggressiv und die Natur hat uns unschön mitgespielt und wir haben ein wenig gesungen und getanzt und es hat schon das bisschen, obwohl es keiner richtig konnte, geholfen. Und ich glaube, wenn man das richtig kann, ist das noch viel besser. Und so möchte ich ganz gerne den Zuspruch lernen, um meinen Teil noch ein wenig zu vertiefen in, naja, den Dingen, die ich so tue. Ja, gerne. Wie gesagt, die Musik, das Musizieren hilft definitiv. Jetzt so etwas wie Operngesang eher weniger, aber vor allem die Flöte oder so etwas wie eine, ja, sagen wir eine Harfe, das hilft schon weiter. Da muss ich mir mal anschauen, wie gut ist es, mit einer Harfe zu reisen? Schwer. Besonders schwer. Ja. Vor allem, wenn sie groß sind. Es gibt kleinere, aber die bringen dann natürlich keine so hübschen nicht so hübsche Klänge von sich. Na, ich muss leider auch noch gleichzeitig immer daran denken, dass ich viel reisen muss und dass ich am besten wenig Reiselast mit mir nehme. Und ich glaube, dass die Flöte die beste Alternative für mich. Hat natürlich einen Grund, warum die Avis-Geweihten, die ständig auf Reise sind, trotzdem den Menschen helfen wollen, zur Flöte greifen. Ach, tun sie das? Avis-Geweihte reisen mit Flöte, ja. Ah, das heißt, immer wenn ich einen Avis-Tempel sehe, oder wenn ich einen Avis-Geweihten sehe, könnten die mir vielleicht auch weiterhelfen, noch ein wenig mehr besser Flöte spielen zu lernen. Gut, das werde ich auch beim Reisen lernen. Ein wichtiger Hinweis, dankeschön, das wusste ich gar nicht. Gerne. Entschuldige mich, ich muss... Ja, wie gesagt, viel Spaß. Die Frauen warten. Mit den Ladies. Danke. Schnipp, schnapp. Man nickt ihm zu.
zwinkert er noch einmal und geht wieder seines Weges. Raffi! Ja, ich baue erstmal die zwei Fässer vor mir auf und sehe erstmal mit Trinken sehr beschäftigt aus. Ja, Albrax und Igna haben dann auch ihre Fässer neben dir abgestellt. Irgendwo neben den Garretta Honigbonbons und einige Leute, die sich dann mit Handschuhen pikiert ein ihrer Zuckerdragees in den Mund einführen und du daneben stehst, vielleicht auch das eine oder andere Mal rülpst. Das ist schon ganz schön widerlich. Du kannst auch sehen, wie Albrax und auch Igna, der das Bier schön in den Bart und in die Kleidung reinläuft. Igna hat auch wohl einen Wappenüberrock an. Albrax ist das mittlerweile, das ist vollkommen egal, der läuft irgendwie immer noch an Kette rum. Und ja, das läuft schön in die Kleidung rein. Ja, das macht Rafim ganz ähnlich. Er würde sich oft auf den einen oder anderen Wettbewerb einlassen. Wer kann das Bier am schnellsten austrinken? Und wenn es dann eine Rückrunde gibt, dann ist ein Rafim nicht abgeneigt. Also Rafim besäuft sich erstmal mit den Zwergen. Vielleicht hält das ja diese komische Alte von ihm weg. Das ist natürlich immer schwer. Die Hoffnung. Die bleibt ihm. Er kommt dann, wie gesagt, aus eurer Runde mit dem Tanz zurück und könnt dann wieder beisammen stehen. Eine Reise nach Keft. Kennst du die Regeln dafür? Keine Ahnung, Mann. Nun, Carino, ihr habt mir sehr geholfen. Danke auch. Oh, gerne doch. Kein Problem. Das ist meine Aufgabe. Und stimmt, ja. Ihr seid ja jetzt. Aber sagt einmal, ich bin noch nicht wirklich dazu gekommen, euch zu fragen. Wie geht es Helmbrot eigentlich? Ausgezeichnet. Funktioniert die Landwirtschaft? Die Bauern spuren die vor allem alle. Oh ja, sie sind mehr als motiviert. Maraskaner sind ein einzigartiges Volk. Beeindruckend. Oh ja, sie spuren nicht nur... Das Dorf ist schneller im Aufbau, als ich erwartet habe. Sie haben auch einen ganz eigenen Stil. Ich musste kaum etwas tun. Umso besser, umso besser. Und scheint zumindest das gut zu laufen. Jedoch haben wir nicht mehr viel Geld über. Baumaterial war doch etwas teurer und die Überfahrt ist jedes Mal eine Tortur. Nur doch die Feuerjinn und die Hammerhai sind ein Göttersegen. Haben wir eigentlich von der Okuri nochmal etwas gehört? Nein, von der habe ich noch überhaupt nichts gehört. Die können wir dann wohl abschreiben. Ich komme schon einen Schritt auf euch zu. Ja, Mann, ihr müsst etwas tun. Rafim verliert völlig die Kontenance. Ja, der trinkt ohne Ende richtig gut. Ja, das ist furchtbar. Ich wollte mich da gleich auch anschließen. Das ist wohl eher euer Metier. Sehen wir uns das mal an. Also gut. Schauen wir uns das einmal. Aber jetzt weiß ich, warum ihr diese Feste so mögt. Ich habe mir schon einen Lehrer fürs Musizieren, hier fürs Flötenspielen gesucht. Das ist nicht praktisch. Nun, wenn ihr musizieren lernen wollt, dann solltet ihr vielleicht auch am Raya-Tempel vorbeischauen. Dort wird immer Musik gespielt. Oh ja, auf der Flöte spielen lernt man da. Oh, nicht nur darauf. Wie meint ihr das? Das, dafür seid ihr noch zu jung, Abelmir. Ich glaube, ich weiß, was ihr meint, aber... Ich bin nicht sicher, worauf ich hinaus wollte, aber die Raya-Gewandte, die ich kenne, sind alle exzellente Flötenspieler. Ich verstehe. Nun, wir jeden Fall. Wo ist der Große denn? Man sollte meinen, in einem Raum voller normalgroßer Menschen sollte man ihn schnell sehen. Ja, los, los! Ja, mach ihn leer, Igna. Sehr gut, sehr gut. Lass ihn nicht abhängen. Warte, ich mach das neue Fass auf. Wo ist denn hier die gottverdammte Axt, wenn man die mal braucht? Macht er jetzt erst auf mit Karfunkelspalter das Fass auf? Wenn er mir die Axt reichen würde, würde ich also das machen. Die liegt da irgendwo rum. Also wenn du willst, kannst du mit dem Spalter von ihm kannst du auch das Fass spalten. Ja, also der, ich kriege die andere Seite nehmen und den Propfen einschlagen. Ja, ist das möglich? Kriege ich das hin mit meiner Hand oder ist das zu stabil? Dafür? Du ja, dann schlage ich da oben rein, spritzt vielleicht ein bisschen, ist okay. Ich schmeiß die Bretter dann so links neben mich und dann kommt der Becher da wieder rein. Ja, Lan, tut etwas. Er hat dich nicht kommen lassen. Rafim, da bist du ja. Ja, ich bin die ganze Zeit hier, ihr seid ja weggelaufen. Ich merk's.
Aber wir meine Fresse können Zwerge trinken, das würdet ihr nicht glauben. Die sind so klein und da passt so viel rein. Dafür sind sie bekannt. Warum stellst du nicht mal das Bier hin? So, also, wir spielen jetzt Kaiser Valpos Entzücken. Das von Kaiser Bardo im Exil erfunden worden sein soll. Auf einem runden Tisch stehen am Rand entlang 13 Becherchen und im Zentrum des Kreises ein weiterer, meist größerer. Die Becherchen am Rande symbolisieren die ehemals 13 Provinzen des Mittelreichs. Zuerst muss man nun die sogenannte Thronbesteigung, der mittlere Becher, gelehrt werden. Danach folgen nacheinander die im Umritt die 13 jeweils regionalen Spirituosen aus der entsprechenden Provinz. Nicht immer werden die Originalschnäpse verwendet, da sie teilweise sehr teuer importiert werden müssen. Das ist aber in diesem Fall, sind es alles Originale natürlich. Dennoch zahlt der tapfere Trinker meist einen stolzen Preis von 13 Silbertalern an. Das ist auch egal, weil das hier alles erstmal umsonst ist. Gut. Möchte jemand außer Rafim mitspielen? Rafim, warum stellt ihr den Schnaps nicht erstmal hin? Ja, wir haben ja noch gar nicht angefangen. Stellt euch mal nicht so an. Jetzt wird's doch erst interessant. Was habt ihr denn da aufgebraut? Also ich will da schon mitspielen. Ich Rafim kann das gar nicht machen. Nun gut, was haltet ihr davon? Wir machen alle eine Runde und dann kommt ihr mit, ja? Und dann machen wir noch eine zweite Runde, wenn es Spaß macht, klar. Bei Kaiser Valpos Entzücken treten in der Regel mehrere Spieler an. Der Gegner jedoch ist in erster Linie der Alkohol. Jeder Teilnehmer bekommt das gleiche serviert und muss nach jedem Becherchen eine Probe auf Zechen, Vermeidung von Betäubung auf Rauschmittel und anschließend eine Giftprobe ablegen. Okay. Giftprobe gibt es bei DSA 4.1 nicht. Je nach Getränk kommen eventuell unterschiedliche Auswirkungen bei den Giftproben zum Tragen. Beachte außerdem, dass bei der Thronbesteigung zu Anfang ein ganzer Becher hochprozentiges zu leeren ist. Das bedeutet, dass ein Held 4 Proben ablegen muss. Sieger sind all jene, die am Ende das letzte Becherchen leeren. Schattet ein Teilnehmer vorher davon. Ja, ich denke, eine Runde soll reichen. Ich verdrehe die Augen und gehe weg. Bei allen 12 Göttern. Was sind das für Regeln? Ja, das hat doch Kaiser erfunden, das muss gut sein. Lass genau, das spielen. Ja, nein, hier, das haben eure Kaiser erfunden. Jetzt der Kaiser, so den an. Wir vom Hof gejagt haben. Ja, jetzt stell dich nicht so an, du fängst an. Du bist unser topischer Ritter, reite voraus. Ich guck mal in die Runde. Was sagt Jaras? Immer nickt dir zu, ganz eifrig. Das ist sehr reichergefällig. Siehste? Dann gibt's nix. Weg das Ding. Besteigen wir den Thron, auch wenn das sehr ketzerisch klingt. Ja, gib mir mal einfach nur eine Zechenprobe. Ich glaube, wir brauchen jetzt hier nicht 4 oder 13 würfeln. Oh, nicht geschafft. Jalan scheitert bei der Thronbesteigung von Gareth. Wie gesagt, nach dem halben Becher. Verflucht, du warst schon drin. Du musst das alles trinken, nicht die Hälfte auf den Tisch spucken. Hast du denn kein Benehmen? Ist ja eklig. Komm, Ex oder Ork? Ja, also wirklich. Ex oder Ork? Ja, dann Zechenprobe, Zechenprobe plus 1, mach nochmal. Nochmal Ex oder Ork. Ich will aber nicht noch mehr, gut, Ex oder Ork, das kann ich nicht stehen lassen. Geschafft. Ja, wie gesagt, alles was du tust, ist jetzt nochmal zusätzlich um eins erschwert wegen der Zechenprobe, die du nicht geschafft hast. Dann bist du jetzt in Albernia. Feengeist steht vor dir. Nein! Ja, jetzt wollt ihr euch schon zurückziehen? Ja, mit euch kann man aber keine Schlacht gewinnen. Müssen die anderen nicht auch erstmal? Na gut, her damit. Und da gebe ich den Feengeist, was auch immer das ist, beschreib ihn mir mal. Ja, Moment. Ich schau gerade mal nach. Ich glaube nicht, dass wir am Ende ankommen. Warum darf der Säufer daneben stehen und anfeuern und ich muss trinken? Weil wir zuerst überredet haben, das Zeug zu saufen. Feengeist. Wie hart das wirkt bei dir, dann trinken wir es vielleicht nicht. Der Kräuterschnaps wird in Albernia gebrannt und enthält unter anderem Mehlbeeren des Weißdorns und Yoruga-Blätter. Oh, das geht ja. Also so ein Küstenkorn. Küstenkorn. Weg damit. Zechenprobe? Zechenprobe. Nö. Alles, was du tust, ist erschwert um 2. Dann setzt du dich erstmal auf den Stuhl und bist in Albernia gescheitert, beziehungsweise Albernia konntest du noch einnehmen, Havena gehört dir. Dann, wer ist der Nächste? Ja, Ömer. Oh, Ömer, erst den Maul aufreißen, jetzt musst du auch. Ja. Und er nimmt den ersten Becher und zieht. Oh, scheiße, brennt das? Ich wiederhole den Wurf mit Glück. Ich pack mal hinten dran und heb Glück den ist so ein raus, an, alles was Ömer tut, ist erschwert um 1, Ömer scheitert in Gareth. Nächster. Ach
komm, jetzt gib das Ding her! Ja, ja, du hast doch gleich reden. Ja, hier, nimm. Ah, da ist doch gar nichts bei. Hol den anderen her. Ja, Rafim setzt an, trinkt Gareth aus, geht nach Albernia, Feengeistern. In Greifenfurt gibt's Dergelsteiner Zwetschk. Schauen wir mal nach, was Dergelsteiner Zwetschk ist. Ah, dieser Pflaumenbrand wird hauptsächlich in der Region Greifenfurt hergestellt. Das klingt lecker. Pflaumenbrand hört sich lecker an. Dann. Ach, guck mal, der gute Greifenfurter Schnaps, du hast den gar nicht getrunken. Schämst du dich nicht, Jalan? In Nordmarken. Du solltest ihn auch mal probieren. Los, komm, also bin ich dafür, dass alleine weil er Greifenfurt heißt, auch nicht mal den trinken muss. Schnauze, du hast nicht mal erst geschafft. Nordmarken gibt es Axtschlag. Dieser Schnaps wird von den Zwergen der Nordmarken aus Gerstenbier und dem blauen Saft der Nordmärker Wolfsmilchpflanze gebrannt. Dann brauche ich bitte mal von Rafim den nächsten Zechenwurf, damit du Kosch einnehmen kannst. Ja, komm, gib her, gib her. So langsam brennt da ja auch mal was. Koschwasser. Ich glaube nicht, dass das noch irgendjemand schlagen kann. Bei der Herstellung von Koschwasser wird Korn mit Brombeeren gemischt. Ein zweites Mal destilliert. Ich glaube, das knallt richtig rein. Ja, gib her. Lass Winter, der Steinfresser. Noch eine Zechenprobe? Ja, geben wir nochmal eine. Der Steinfresser aus dem Winterhag ist ein Obstschnaps und gilt als besonders stark. Ja, geht rein, sogar besser als das vorher. So, wollen die ja dann nachlegen? Wie sieht's aus mit Abelmir oder Isarun? Ja, ich hab die Augen verdreht und bin nach draußen für Luft schnappen gegangen. Möchte Kiaras vielleicht eine Liturgie sprechen oder sowas? Oh, ich bereite bereits eine Liturgie vor, natürlich. Ich habe einen Pagen herbeigerufen, er sollte mir doch bitte einen Kelch mit Wein bringen. Ja, bekommst du. Und dann hole ich schon meinen Amethysten heraus, nur zur Sicherheit. Möchtest du jemanden entgiften oder möchtest du deine eigene Zechenmöglichkeit steigern? Sollte jemand zu betrunken werden, damit ich ihn entgiften kann. Weil, wer weiß, ob wir noch klare Gedanken brauchen. So, dann sind wir in Almada, den hochgeweihten Mendonna. Ja, gleich die nächste Zechenprobe hinterher. Ich guck gerade mal rein, was das ist. Dieser Weinbrand gilt in Almada als besondere Spezialität. Mehr steht da nicht. So, nach Almada kommt Garetien, Rallasforta Quellwasser. Was tut Isarun? Steht daneben und denkt sich, das ist unsere Einladung, die wir. Da geht sie dahin. Bei der Geilste. Ja, also die erste Runde tut sie sich noch an und guckt dazu und dann verdreht sie die Augen und marschiert ab, weil. Nee. Der bekannte Kornbrand aus Garetien wird, wie der Name schon vermuten lässt, mit Quellwasser aus Rallasfort hergestellt. Sehr gut. Tapazien gibt es Travia-Günsten, in Weiden gibt es ein Balior-Bärentod, in Torbrien Virunstöpfchen, in Beilung gibt es den Flotten Reiter, in Warung gibt es den Rammelborst und in Maraskan Offenbarung der Zwillinge. Und die Offenbarung der Zwillinge kennen wir schon. Warum gibt es Warung eigentlich noch? Ja, noch eine Zechenprobe oder wie viel? Gib mir nochmal eine Zechenprobe plus 5 und dann kannst du dann die Reise nach Kaiser Walpus entzücken, kannst du dann. Kommt ja! Gut. Wenn er Zechen plus 5 gibt, der die Wahl auf einmal. Ja! So, was machen wir jetzt? Ihr könnt doch stehen.